Da ich geboren bin von einem deutschen Vater, einem deutschen Soldat, in der Zeit, in dieser Zeit, die Kinder, die geboren wurden, wo der Vater deutsch war, die Kinder wurden weggenommen und bei Pflegeeltern getan, gegeben, abgegeben. Und das war mein Fall, wo ich geblieben bin, 5 Jahre bis zum Schulalter. Diese Familie, das waren eigentlich meine richtigen Eltern. Die hatten 3 Mädchen und da war ich, das war mein Zuhause, die waren lieb, die waren alleine nett. Und dann also wurde ich genommen, das war die Schulalter, ich ging zur Schule. Und da bin ich ungefähr geblieben 5 Jahre. 5 Jahre, das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich habe meine Mutter nicht als meine Mutter anerkannt. Sie hatte keine große Liebe für mich und so weiter. Und dazwischen hatte sie geheiratet. Das war auch der Grund, warum sie mich zurückholen musste. Frauen, die danach geheiratet haben, mussten ihre Kinder wieder zurückholen, die unter diese, die so geboren wurden, wie ich geboren bin. Also, es ging so und es ging überhaupt nicht gut. Das war eine Katastrophe. Bis, ich weiß nicht, bis der Zeit der Tage, wo andere Leute, das war ein Bauer im Dorf, in Dorf Lison, da wohnten wir, nicht weit von Montsûrel. Und wie es passiert ist, kann ich nicht sagen, ich war noch zu klein, eins ist sicher. Ich ging plötzlich zu diesen Leuten. Diese Leute haben mich angenommen, die hatten keine Kinder. Und ich sollte da das Kind, die Funktion eines Kindes für die sein. Und bin ich auch geblieben bis 10 bis 15 Jahre, ungefähr, ja, ungefähr die Zeit. Und habe ich weiter die Schule besucht und zugleich gearbeitet, viel, viel gearbeitet, vor der Schule, nach der Schule, am Bauernhof, wenn das üblich ist. Und da bin ich nicht geblieben. Es ging auch nicht, weil ich wäre da geblieben. Mit den Versprechungen von ihm, von dem Mann, der ich sollte ihm Vater sagen. Ich sage mir, weißt du, ich werde nicht zu fremde Vater sagen, du bist nicht mein Vater, ich bin nicht. Und es ist also von den Tag an natürlich, es ging alles kaputt. Auch da. Und ich sage, ich will sowieso weg. Ich will weg in dem Land, woher mein Vater kommt.